das Besondere an diesem Schlüsselgerät 41. Highlight Nummer 1 sind die beiden Dinge, unregelmäßige stiftgesteuerte Walzenbewegung und Negationsfunktion im Stangenkorb, gesteuert von den Stiften der sechsten Walze. Zusammen mit einem modifizierten Stangenkorb und der sechsten Walze hat diese Maschine eine Negation des Ergebnisses. Das heißt, je nachdem, ob hier gerade ein Stift 0 oder 1 ist, springt eine Stange im Stangenkorb nicht nur von Position 0 nach 1, sondern bleibt eventuell dann in 1 oder springt noch eine Position weiter, die wieder negierend heißt. Das heißt, eine Stange liefert hier jeweils das Ergebnis, schalte den Ausgabedruckzylinder eine Position weiter oder nicht. Bei allen Maschinen, auch bei den Maschinen von Hagelin, die die Amerikaner benutzt haben, die M209, jedes Mal, wenn man ein Zeichen verschlüsselt, drehten sich alle Walzen um eine Position weiter. Das macht es leichter, die Sache zu entschlüsseln. Hier ist zum ersten Mal eine unregelmäßige Walzenfortschaltung implementiert, die nicht nur konstant unregelmäßig ist, sondern von den Stiftpositionen der Walzen gesteuert wird. Und zwar nicht nur Einzelabtastung, die Stiftposition dieser Walze bestimmt, ob hier weitergedreht wird, sondern auch Kombinationen, wenn hier ein Stift gesetzt ist und bei der Walze 2 und 3, dann schalte die Walze 4. Solche Verknüpfungen werden hier gemacht. Das heißt, man bekommt eine sehr unregelmäßige Walzenfortschaltung, die sehr schwer zu simulieren und im Codeknackprozess nachzuvollziehen sehr, sehr großen Aufwand bedeutet.